Nun ist es also soweit. In der Nacht auf den 7. April 2017 ließ der US-Präsident Donald Trump 59 Raketen auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt in der Region Homs feuern. Spiegel Online berichtete, Anfang 2016 waren auch russische Helikopter dort stationiert. Unklar ist, ob sich zum Zeitpunkt der US-Angriffe dort noch russische Soldaten aufhielten. US-Präsident Trump hat den US-Luftangriff als Akt der Verteidigung nationaler Sicherheitsinteressen der USA dargestellt. Er habe den Angriff selbst angeordnet, sagte Trump in der Nacht in Mar-a-Lago, Florida. Von dem ins Visier genommenen Flugplatz sei vor wenigen Tagen ein Angriff mit Giftgas ausgegangen, sagte Trump und rief alle zivilisierten Nationen auf, sich den USA anzuschließen. Zeit Online berichtete, dass sich der US-Präsident nach der Veröffentlichung von Bildern des mutmaßlichen Giftgasangriffs ergriffen gezeigt hatte. Die Fotos von den Kindern hätten ihn geprägt und seine Haltung zum Syrienkrieg verändert, sagte er. Damit befinden sich die USA ohne Kriegserklärung im Krieg gegen Syrien und somit gegen seinen Verbündeten Russland. Zuvor hat Russland die USA vor negativen Konsequenzen bei einem militärischen Eingreifen in Syrien gewarnt. Präsident Wladimir Putin warnte vor vorschnellen Schuldzuweisungen für den Giftgaseinsatz, an wessen Adresse auch immer. Das sei unannehmbar. Erst müsse es eine sorgfältige und unvoreingenommene internationale Untersuchung geben. Dies bestätigt der ehemalige deutsche Politiker, Publizist und Syrienkenner Jürgen Totenhöfer. Totenhöfer antwortete auf die Frage, ob der aktuelle Giftgasanschlag ein Werk der Assad-Regierung sei, wie folgt. Ja, das wäre unverantwortlich, das zu urteilen. Wir versuchen seit Jahren herauszubekommen, welchen Anteil die Terroristin Beate Zschäpe an den NSU-Morden hat. Und wir wissen's nach Jahren noch nicht. Und hier wissen nach einigen Minuten einige Politiker ganz genau, wer diesen grauenvollen, mörderischen Anschlag begangen hat. Ich halte das für total unseriös. Ich glaube, dass die Politiker, die jetzt sagen, das war eine ganz bestimmte Seite, dort runterfahren sollen und sich die Dinge ansehen sollten. Man kann keine Urteile innerhalb von Minuten treffen. Es ist ja bekannt, dass beide Seiten chemische Waffen eingesetzt haben, auch die Rebellen, und ich halte das auch für denkbar. Ich war mal für eine kurze Zeit Richter. Ich hätte mir nie angemaßt, innerhalb von Minuten derartige Urteile auszusprechen, sondern da muss es eine Untersuchung geben. Scheinbar können es US-Präsidenten doch innerhalb von Minuten derartige Urteile fällen, die zudem als Vorwand für militärische, klar völkerrechtswidrige Angriffe auf ein Land herhalten müssen. So waren es bereits im Irakkrieg 2003 gefälschte Giftgasvorwürfe der USA und im ersten Golfkrieg 1990 die Brutkastenlüge, die zu einem sehr großen Völkermord im Irak führten. Auch im jüngsten Fall eines völkerrechtswidrigen Angriffs der USA auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt weist vieles darauf hin, dass dieser abermals aufgrund einer Lüge erfolgt ist. So stammen die Bilder und Informationen des mutmaßlichen Giftgasanschlags ausschließlich von Rettungshelfern der Zivilschutzorganisation der Weißhelme. Wie Klagemauer TV bereits in der Sendung »Mutmaßlicher Giftgasangriff ruft Kriegstreiber, Politiker und Medien auf den Plan« berichtete, kann diese Organisation weder als neutral noch als glaubwürdig erachtet werden. Dies bestätigen auch zwei weitere Beispiele. Die syrischen Retter mit dem Namen Weiße Helme sorgen für Verärgerung, nachdem sie eine gefälschte Rettung posteten. Es geht um die Mannequin Challenge, bei der Menschen Puppen imitieren und vor der Kamera stillstehen. Sehen Sie sich dieses Video an. Es zeigt die Retter, die bewegungslos über einem offenbar verletzten Menschen stehen. Es sieht echt aus. So realistisch, dass es ernste Bedenken bezüglich der Echtheit anderer Videos der Weißhelme gibt. Dieser spezielle Clip wurde einige Stunden später wieder gelöscht. Wir haben die Weißen Helme gefragt, welche Botschaft sie mit dem Mannequin Challenge Video verbreiten wollten. Bisher bekamen wir keine Antwort. Auch dieses Video zirkuliert online. Es zeigt das Team der Weißen Helme nach dem Dreh. Twitter-User sagen, der Mann, der das Opfer spielte, sei in Wirklichkeit ein Kämpfer der Freien Syrischen Armee. Wir konnten das nicht unabhängig bestätigen. Viele halten die Weißen Helme jedoch noch immer für Helden des Syrienkrieges. Ihr Hintergrund ist aber dubios.
Zweites Beispiel. Im März 2017 berichtete die schwedische Ärztevereinigung Swedish Doctors for Human Rights, dass die Weißhelme den angeblichen Giftgasangriff im syrischen Ort Samin vom März 2015 vorgetäuscht hatten. Sie analysierte Videos der Weißhelme, die Rettungsmaßnahmen nach einem angeblichen Giftgasangriff durch syrische Regierungstruppen zeigen sollen. Der Vorsitzende der Ärztevereinigung, Professor Marcello Ferrada de Nolli, veröffentlichte am 8. März 2017 eine Analyse zu dem Fall. Die Ärzte ermittelten in ihrer Analyse Folgendes. Das Video der Weißhelme sollte lebensrettende Maßnahmen nach einem Giftgasangriff mit Chlor im Ort Samin zeigen. Das Gezeigte entsprach in keinster Weise medizinisch korrekten Maßnahmen. Einem Jungen wurde die lange Nadel der Adrenalinspritze wiederholt in den Brustraum und das Herz gestochen. Dabei wurde nicht einmal abgedrückt. Der Inhalt der Spritze wurde nicht injiziert, wie im Video selbst deutlich zu sehen ist. Durch die Stiche mit der langen Nadel wurde der Junge endgültig getötet. Eine Ermordung dieses Jungen für das Video ist medizinisch und logisch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachweisbar. Alle gezeigten Kinderopfer wiesen keine Anzeichen einer Chlorgasvergiftung auf. Die Ärztevereinigung ließ das Gesprochene in den Videos übersetzen. Dabei stellte sich heraus, dass arabischsprachige Regieanweisungen zur Positionierung der Opfer enthalten waren. Die Videos wurden von den Weißhelmen produziert und über den Kanal der Weißhelme Syrian Civil Defense in Idlib Province hochgeladen. Soweit die vielen Ungereimtheiten eines vorgeblich syrischen Giftgasangriffs von 2015. Auch die präsentierten medizinischen Maßnahmen zu dem aktuellen Giftgasangriff in Ran Shaishun seien nach Angaben zahlreicher Beobachter völlig unplausibel. Die angeblichen Helfer und Ärzte sind erstaunlicherweise nicht von den Wirkungen des extrem gefährlichen Giftes Sarin betroffen, obwohl sie keinerlei angemessene Schutzkleidung tragen, wie auf den Bildern der Weißhelme ersichtlich ist. Zudem hat ein angeblich behandelnder Arzt trotz einer nach eigenen Angaben vermeintlichen unglaublichen Notsituation in dem behandelnden Krankenhaus noch Zeit zu twittern und Journalisten Live-Video-Interviews anzubieten. Wie kann es sein, dass auf der Grundlage solcher zweifelhafter und verbrecherischer Quellen wie die der Weißhelme militärische Aktionen gerechtfertigt werden und eine Eskalation des Syrienkrieges bis hin zu einem Weltkrieg in Kauf genommen wird? Auch die jüngsten Anschuldigungen gegen Assad und der Vorwand für das militärische Eingreifen der USA scheinen sich nahtlos in die Kriegslügentradition der US-Präsidenten einzureihen. Weitere Informationen finden Sie in der Sendung Investigativer Journalismus. Seymour Hirsch deckt Verbrechen der US-Regierung auf. Demnach wäre es bei weitem nicht das erste Mal, wonach ein unter falscher Flagge geführter Giftgasangriff Assad angelastet und den Vorwand für ein direktes militärisches Eingreifen der US-Regierung und ihrer Verbündeten liefern sollte. Der US-Amerikaner Seymour Hirsch gilt als einer der Väter des investigativen Journalismus. Investigativer Journalismus setzt eine langwierige, genaue und umfassende Recherche vor der Veröffentlichung voraus. Zeugen zu befragen, Fakten zu gewinnen, zu überprüfen und richtig wiederzugeben, sowie ein großes Netzwerk an Informanten aufzubauen, gehören dazu. 1969 wurde er weltbekannt, als er während des Vietnamkriegs die Kriegsverbrechen der US-Armee im Massaker von My Lai aufdeckte. In dem Buch The Samson Option, das 1991 erschien, zeigte Hirsch das unvermutet große Atomwaffenpotenzial Israels sowie die Duldung durch die Vereinigten Staaten auf. 2004 machte er maßgeblich den Folterskandal der US-Armee während des dritten Golfkriegs im irakischen Abu Ghraib-Gefängnis bekannt. 2006 widersprach Hirsch der offiziellen Darstellung des israelischen Angriffs auf den Libanon im Juli 2006. Israel soll den Krieg bereits Monate vorher geplant haben und der Angriff soll nicht als spontane Reaktion auf die Entführung zweier israelischer Soldaten erfolgt sein. 2009 gab Hirsch bekannt, dass er Erkenntnisse über eine geheime Exekutionseinheit besitze. Diese verübe im Ausland Morde im Auftrag der US-Regierung und sei direkt Vizepräsident Dick Cheney unterstellt. In einem Interview vom 20. April 2016
machte Seymour Hersh die US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton für eine Geheimdienstoperation im Jahr 2012 verantwortlich. Das tödliche Gift Gasserin sei aus den Beständen der geschlagenen libyschen Armee mit aktiver Hilfe der CIA nach Syrien geschmuggelt worden. Dort sei das Giftgas von aus Washington offiziell unterstützten, sogenannten gemäßigten Rebellen am 21. August 2013 in der syrischen Stadt Ghouta eingesetzt worden. Der Giftgasanschlag, bei dem ca. 1200 Männer, Frauen und viele Kinder qualvoll starben, wurde danach der Assad-Regierung in die Schuhe geschoben und sollte als Vorwand für eine Militärintervention der USA gegen Assad dienen. Hersh wies nach, dass der damalige US-Botschafter im libyschen Benghazi in die Geheimdienstoperation involviert war. Seymour Hersh sagte wörtlich: Und da gibt es einfach keine Möglichkeit, dass die damalige Außenministerin und Chefin aller US-Botschafter, Hillary Clinton, nichts gewusst haben soll. Bereits in zwei früheren Untersuchungen vom Dezember 2013 und April 2014 hatte Seymour Hersh nachgewiesen, dass die Obama-Regierung fälschlicherweise der Assad-Regierung die Schuld für den Sarin-Anschlag gab. Hersh enthüllte auch, dass es eine im Jahr 2012 geschlossene Geheimvereinbarung zwischen dem US-Außenministerium, den Regierungen der Türkei, Saudi-Arabiens und Katars gab, wonach ein unter falscher Flagge geführter Sarin-Angriff Assad angelastet und den Vorwand für ein direktes militärisches Eingreifen der USA und ihrer Verbündeten liefern sollte. Der deutsche politische Berater Christoph Lehmann kam nach der Auswertung anderer Quellen zum selben Schluss wie Hersh. Top-Regierungsbeamte der USA und Saudi-Arabiens sind für den Chemiewaffeneinsatz in Syrien verantwortlich. Vor diesem Hintergrund, verehrte Zuschauer, müssen alle Anschuldigungen gegen Präsident Assad betrachtet und auf einer möglichen Aktion unter falscher Flagge, das heißt, dass Assad Kriegsverbrechen angelastet werden, die er gar nicht begangen hat, untersucht werden. Haben wir eine freie Presse? Schon vor über 130 Jahren äußerte sich der damalige Redaktionschef der New York Times, John Swinton, zu dem Thema freie Presse. Im Jahr 1880 sagte er: Es gibt hier und heute in Amerika nichts, was man als unabhängige Presse bezeichnen könnte. Sie wissen das und ich weiß das. Es gibt keinen unter Ihnen, der es wagt, seine ehrliche Meinung zu schreiben. Und wenn Sie sie schreiben, wüssten Sie im Voraus, dass sie niemals gedruckt würde. Ich werde wöchentlich dafür bezahlt, meine ehrliche Überzeugung aus der Zeitung, der ich verbunden bin, herauszuhalten. Würde ich mir erlauben, meine ehrliche Meinung in einer Ausgabe meiner Zeitung erscheinen zu lassen, würden keine 24 Stunden vergehen und ich wäre meine Stelle los. Das Geschäft von Journalisten ist es, die Wahrheit zu zerstören, frei heraus zu lügen, zu verfälschen, zu Füßen des Mammons zu kriechen und unser Land und seine Menschen fürs tägliche Brot zu verkaufen. Wir sind die Werkzeuge und Vasallen reicher Leute hinter der Szene. Wir sind die Marionetten. Sie ziehen die Schnüre und wir tanzen. Da wir heute meistens vergeblich auf eine ehrliche Meinung bzw. unzensierte Berichterstattung der großen Medien warten, hat sich daran offensichtlich immer noch nichts geändert. Mutmaßlicher Giftgasangriff ruft Kriegstreiber, Politiker und Medien auf den Plan. Im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer. Zu dieser Erkenntnis kam der griechische Dichter Aeschylus bereits im 5. Jahrhundert vor Christus. Allerdings lehren leidvolle Erfahrungen in den Kriegen des 19., 20. und jetzt auch des 21. Jahrhunderts, dass die Weisheit des Aeschylus einer Erweiterung bedarf. Die Wahrheit stirbt nicht erst im Krieg, sondern schon in der Entstehungsphase einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Durch Lügen und Täuschungen werden die Völker psychologisch gelenkt und kriegswillig gemacht. Und durch Lügen wird schlussendlich ein Kriegseintritt vordergründig gerechtfertigt und heraufbeschwört. Im ersten Irakkrieg im Jahr 1990 war es die sogenannte Brutkastenlüge. Im zweiten Irakkrieg 2003 die Lüge, Saddam Hussein würde Massenvernichtungswaffen besitzen. Und im Libyenkrieg 2011 die Lüge, dass man das libysche Volk vor seinem Machthaber Muammar al-Gaddafi beschützen müsse. Seit gestern macht nun in den westlichen Massenmedien eine neue Behauptung die Runde,
die Potenzial hat, einen erneuten Kriegseintritt der westlichen Streitkräfte heraufzubeschwören, beziehungsweise den Krieg in Syrien zu erweitern, was gemäß Militärexperten leicht zu einem Weltkrieg ausarten könnte. Die neueste Behauptung eines mutmaßlichen Giftgasangriffs in Syrien, es sollen mindestens 58 Menschen, darunter Kinder, ums Leben gekommen sein, wird von den westlichen Politikern und Medien zweifelsfrei der Assad-Regierung angelastet. EU, Paris, London und USA prangern Assad an, hieß es zum Beispiel beim Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Doch erinnern die neuesten Behauptungen stark an die Brutkastenlüge aus dem Jahr 1990. Damals sagte ein 15-jähriges Mädchen unter Tränen vor laufenden Kameras aus, dass sie in einem kuwaitischen Krankenhaus gesehen habe, wie irakische Soldaten Säuglinge aus den Brutkästen gerissen und auf dem Boden hätten sterben lassen. Das Mädchen aber flog als eine kuwaitische Diplomatentochter auf, die von einer amerikanischen PR-Agentur engagiert wurde und für diese Brutkastenlüge sehr viel Geld kassierte. Sie arbeitete nie in diesem Krankenhaus. Die Geschehnisse waren erstunken und erlogen. Diese inszenierte Leidensgeschichte von kleinen Kindern führte zu nichts weniger als zu einem sehr großen Völkermord im Irak. In der Sendung Kriegsstrategie – Leidende Kinder berichtete Klagemauer TV, wie auf diese Weise Emotionen geweckt und ganze Völker zur Kriegsbereitschaft stimuliert werden. Auch im jüngsten Fall kursieren Bilder mit Kinderleichen in Todesstarre, mutmaßlich erstickt vom Giftgas. Julian Reichelt, Vorsitzender der Bild-Chefredaktionen, kommentierte, dass nie wieder tatenlos zugesehen werden dürfe, wenn Kinder vergast werden, was in Syrien in den vergangenen Stunden geschehen sei. Ins selbe Horn blies SRF und titelte am 5. April, die zivilisierte Welt darf diesen Vorfall nicht ignorieren. In Anbetracht solch klarer, kriegstreiberischer Sprache muss dringend die Frage gestellt werden, woher diesmal die Informationen über den mutmaßlichen Giftgasangriff stammen und ob es sich hierbei nicht wiederum um eine Lüge handeln könnte. Die westlichen Leitmedien berufen sich, wie könnte es anders sein, auf die syrischen Beobachtungsstellen für Menschenrechte. Aktivisten, deren Angaben sich nicht unabhängig überprüfen ließen, und auf Rettungshelfer der Zivilschutzorganisation Weißhelme. Gemäß Syrien-Kennern wie der kanadischen Journalistin Eva Bartlett können alle drei nicht als glaubwürdig erachtet werden. Diese Organisationen stützen sich auf die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Diese sitzt in Coventry, Britannien und besteht aus einem einzigen Mann. Sie stützen sich auf kompromittierte Gruppen wie die Weißhelme. Reden wir über die Weißhelme. Sie wurden 2013 von einem britischen Ex-Offizier gegründet. Sie wurden von den USA, Britannien, Europa und anderen Staaten mit 100 Millionen Dollar finanziert. Sie geben vor, in Idlib und Ost-Aleppo Zivilisten zu retten. In Ost-Aleppo hat aber noch niemand etwas von ihnen gehört. Ich sage niemand und denken Sie dabei daran, dass jetzt 95% Ost-Aleppos befreit sind. Die Weißhelme geben vor, neutral zu sein. Dennoch tragen sie Waffen und stehen auf den Leichen syrischer Soldaten. Und ihre Videoaufnahmen enthalten Kinder, die in verschiedenen Berichten auftauchen. Das Mädchen Aya taucht an zwei verschiedenen Orten in verschiedenen Monaten auf. Sie sind also nicht glaubwürdig. Die Beobachtungsstelle für Menschenrechte ist nicht glaubwürdig. Nicht genannte Aktivisten sind nicht glaubwürdig. Ein-, zweimal vielleicht, aber jedes Mal nicht glaubwürdig. Ihre Quellen vor Ort, die gibt es gar nicht. Stammte die Brutkastenlüge im Jahr 1990 von einer 15-jährigen Diplomatentochter, so stammen die Bilder und Informationen des mutmaßlichen Giftgasanschlags ausschließlich von Rettungshelfern der Organisation Weißhelme. Auf fast allen Bildern, die von den westlichen Leitmedien veröffentlicht wurden, sind Rettungshelfer der Weißhelme anhand ihrer Abzeichen klar erkenntlich, meistens mit leidenden Kindern oder einem Kind auf den Armen. Jedoch können die Weißhelme nicht als glaubwürdig erachtet werden, wurden sie auch schon mehrfach dabei ertappt, wie gefälschte Bilder mit Kindern oder gespielte Rettungsvideos der Weißhelme im Netz verbreitet wurden. Einzelheiten finden Sie in eingeblendeten Sendungen. Die vor Ort berichtende britische freie Journalistin Vanessa Beeley entlarvte die humanitäre Organisation als Unterstützergruppe der Terroristen.
Ziel der Weißhelme sei es, eine Anti-Assad-Propaganda zu produzieren. So müssen auch die neuesten Beschuldigungen gegen den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad als brandgefährliche Kriegspropaganda betrachtet und sorgfältig auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft werden. Was jedoch nicht mehr geschehen darf, dass kriegstreiberische Redekunst der westlichen Medien und Politiker Glauben geschenkt wird, die sich unglaubwürdiger Quellen bemächtigen und leidende Kinder instrumentalisieren. 219 US-Kriege im Vergleich zu Russland, China, Iran, Deutschland.